Westliche Medien geben zu, dass ISIS-Truppen Waffen und Nachschub von NATO-Territorium geliefert bekommen. Von Tony Catalucci. Ende 2014 enthüllte das Nachrichtenportal der Deutschen Welle in ihrem englischsprachigen Programm, dass täglich Hunderte von Lastwagen Waren im Wert von Milliarden von Dollar über die türkische Grenze nach Syrien bringen. Waren, die dort dann direkt an den sogenannten Islamischen Staat gehen. Der Grenzübergang in der Nähe der türkischen Stadt Onkupina, etwa 100 Kilometer westlich der syrischen Stadt Kobane, ist offenbar nur einer von vielen solcher Grenzübergänge, über den ISIS-Kämpfer, Waffen und Material nach Syrien gelangen, direkt unter den Augen der NATO und mit ihrer offensichtlichen Unterstützung. Ein kürzlich erschienener Artikel in der Time hatte den Titel ISIS-Kämpfer töten 200 Zivilisten in syrischer Stadt. Und in dem Artikel heißt es dann weiter: Die Angriffe kamen, nachdem die Gruppe ISIS in den letzten 2 Wochen eine Reihe von Rückschlägen erlitten hatte, unter anderem den Verlust des syrischen Grenzortes Tat al-Biyat in der vergangenen Woche, einer der wichtigsten Transitpunkte für ausländische Kämpfer und Nachschub. Tal Abyad, ein türkisch-syrischer Grenzübergang östlich von Kobane, ist somit jetzt also der 2. bestätigte Transitpunkt nach Syrien, der durch ISIS verwendet wird, um die laufende militärische Kampagne innerhalb Syriens zu versorgen. Berichte bestätigten umfangreiche logistische Netzwerke, die durch Gebiete führen, die von NATO und US-Verbündeten kontrolliert werden und die nach Syrien führen. Dies steht im Widerspruch zu der aktuell vorherrschenden Erklärung, dass es sich bei ISIS um eine einheimische terroristische Organisation handle, die sich selbst finanziert und sich selbst trägt, in den Gebieten, die sie derzeit in Syrien und im Irak kontrolliert. Die westlichen Medien haben bisher wenig glaubhaft versucht zu argumentieren, dass die immensen globalen Operationen der ISIS durch Lösegeldzahlungen und den Verkauf von Öl auf dem Schwarzmarkt möglich geworden seien. Es ist klar, dass nicht nur diese Berichte unhaltbar sind, dass sie unwahr sind, nein, die westlichen Medien berichteten zum Teil selbst genau, wie die Organisation der ISIS es schafft, ihre beeindruckende Kampfeskraft aufrechtzuerhalten. Nämlich mit Hilfe von Milliarden von Dollar an staatlich geförderter Hilfe, die mitten durch NATO-Gebiet direkt an die Frontlinien der IS-Strukturen fließt. Würden diese Lieferungen lediglich über die syrisch-irakische Grenze fließen, dann wäre es möglich, alles zu leugnen und zu argumentieren, dass die Regierungen dieser beiden Länder nicht in der Lage seien, beide Seiten ihrer Grenze zu kontrollieren. Aber die Türkei, seit 1952 Mitglied der NATO und Gastgeber einer US-Air Force-Basis, hat zweifelsohne die volle Kontrolle über seine Grenzen, was wiederum bedeutet, dass die Konvois, die für die ISIS bestimmt sind, nicht nur die Grenzen nach Syrien mit der scheinbaren Zustimmung der türkischen Grenztruppen passieren, sondern auch, dass wahrscheinlich die Ladungen selbst auf dem Territorium der Türkei zusammengestellt werden. Es werden keine Anstrengungen unternommen, den Fluss der Lieferungen an die Kräfte der ISIS durch von der NATO kontrolliertes Gebiet zu unterbinden. Die türkische Regierung leugnet offiziell sogar, dass die Lastwagen, die die Deutsche Welle auf Video aufgezeichnet hatte und darüber ausführlich berichtete, überhaupt existieren. Dieses beweist klar und deutlich eine NATO-Komplizenschaft bei der Bewaffnung und Versorgung von ISIS und anderen Al-Qaida-Partnern, was in der Tat eine Invasion Syriens von NATO-Gebiet aus darstellt, als auch vom Territorium des US-Verbündeten Jordanien. Für den Westen, der Empörung über die jüngsten Angriffe der ISIS in Frankreich, in Tunesien und an anderen Orten zur Schau stellt und gleichzeitig vorgibt, die primäre Macht zu sein, die sich militärisch gegen die ISIS stellt, für sie wäre es eine leichte Sache, die türkisch-syrische Grenze durch NATO-Truppen zu blockieren und zu gewährleisten, dass die Truppen der ISIS vollständig von den Lieferungen abgeschnitten werden, die sie benötigen, um ihre Kampfesfähigkeit aufrechtzuerhalten. Dass die Grenzen absichtlich offen gehalten werden, für die umfangreiche tägliche Flut von Lieferungen für Waffen und für Kämpfer, die ungehindert passieren dürfen, ist ein klarer Beweis dafür, dass die ISIS-Truppen absichtlich von Anfang an als eine Stellvertretermacht aufgebaut wurden, als ein Proxy, um an der Heimatfront Angst und Unterstützung für die nicht enden wollenden Kriege im Ausland zu schüren.
Ohne die Gefahr durch ISIS und ohne das Chaos, das dadurch im Nahen Osten und in der gesamten nordafrikanischen Region geschaffen wird, wäre die Möglichkeit des Westens, den Krieg gegen seine Feinde zu führen und seine exterritoriale Einmischung zu rechtfertigen, massiv eingeschränkt. Tatsächlich würden die ISIS-Kräfte, die unter den Augen der NATO direkt bewaffnet und versorgt werden, durch US-Politiker als Vorwand genutzt, zuvor ausgearbeitete Pläne umzusetzen, um Syrien schrittweise zu erobern und mit US-Streitkräften zu besetzen. Das Brookings-Institut, in dem diese Pläne entstanden sind, nützte kürzlich den ISIS-Angriff auf Kobane, um für Boots on the Grounds, also Truppen in Syrien, zu argumentieren. Der Angriff auf Kobane wäre logistisch aber unmöglich gewesen, wenn es nicht tägliche logistische Lieferungen nach Syrien gegeben hätte, die durch die USA und ihren NATO-Verbündeten Türkei absichtlich ermöglicht wurden. Um ISIS zu besiegen, müssen seine Versorgungslinien abgeschnitten werden, eine einfache Sache, leicht durchzuführen. Dies erfordert nur, dass türkische und andere NATO-Truppen offene logistische Netzwerke unterbrechen, die auf NATO-Territorium verlaufen. Stattdessen gehen das US-Außenministerium und US-betriebene NGOs sogar so weit, vereinzelte Versuche, die Grenze der Türkei nach Syrien zu schließen, zu verurteilen. Voice of America, ein Nachrichtenportal des US-Außenministeriums, titelte zum Beispiel in einem Artikel kürzlich: Crackdown an der syrischen Grenze gefährdet syrische Flüchtlinge. Man verwendet also den Vorwand von Menschenrechten, um die Türkei für das zu verurteilen, in Kraft zu setzen, was man an zaghaften Kontrollmaßnahmen überhaupt versucht. Die Tatsache, dass die USA selbst, obwohl sie über eine Militärbasis in der Türkei verfügen, nicht danach rufen, um den Fluss von Nachschub für die ISIS zu blockieren und stattdessen sogar so weit gegangen sind, die Bombardierung syrischen Gebietes voranzutreiben, in vorgetäuschten Bemühungen, um die ISIS zu bekämpfen, dies alles beweist ebenfalls, dass die Terrororganisation ISIS sowohl als Proxy als auch als ein Vorwand dient. Denn keine ernsthafte militärische Kampagne würde gegen einen Feind geführt werden, ohne dessen Versorgungslinien zu identifizieren und abzuschneiden. Noch dazu dann, wenn diese Versorgungslinien sogar durch das eigene Territorium verlaufen. Die breite Öffentlichkeit im Westen muss, wenn sie der ISIS und deren Gräueltaten tatsächlich ein Ende bereiten will, zumindest das einfordern, was der Westen tatsächlich aktiv tun könnte: die Schließung der Grenzen der Türkei und Jordaniens, um damit die Nachschublinien zu unterbinden.